rechts hin, Geschwister, hallo. Jeder Einzelne, der in YouTube aktiv dabei ist von Anfang an, hat verschiedene Sachen zu beachten. Ja? Jeder einzelne Nachfolger Jesus. Das, was man beachten sollte, ist dies. Dass es viele Irrlehrer gibt. Viele Verführer. Viele wollen von sich behaupten, dass sie spezielle Botschaften haben, dass sie Briefe bekommen, ganze Briefe, ja. Das ist alles Irreführung durch satanische Irrgeister, ja. Das ist ein typischer pfingstcharismatischer Dämon, der dahinter steckt. Der immer in Ich-Form redet, ja. So spricht der Herr. Wenn du solche Personen triffst, und die haben auch eigene hoch angesehene Seiten, ja, ganz speziell alles, halte dich fern, ja. Schon, dass du damit zu tun hast, wird einen falschen Geist zu dir führen, ja, auf das wartet er. Es ist wie eine Spinne im Netz, musst du dir denken, ja. YouTube gehört eigentlich nur einfach zu einem Netzwerk, ja. Das ist einfach ein Netz. Und YouTube, Facebook, Instagram, was du auch willst, das gehört alles ineinander, ja. Auch WhatsApp-Gruppierungen, wo immer wieder, wo Charismatiker sind, ja. Damit meine ich die Charismatiker, die da diese Gruppen bilden und großes Reden und charismatische Gerede führen und alles und charismatische geistige Kriegsführung und solche Irrsinn führen. Halte dich von denen fern, ja. Weil genau wegen solchen Sachen eben, gibt es geistige Kämpfe, ja. Und wenn du neu im Glauben bist, wirst du darauf einfallen, weil der Mensch ist sensationslustig, ja. Schau dir die Welt an, es ist ein einziger Karussellfahrt. Und im YouTube sind diejenigen genauso, ja. Sie wollen den Menschen einfangen, sie wollen sie hier führen, sie wollen sie nur wegführen von Jesus Christus, dem Herrn. Und das wollen sie, ja, das ist ihr Ziel. Sie selber merken das aber nicht. Sie denken, sie haben den Heiligen Geist. Sie denken, sie reden doch im Auftrag Gottes, ja. Sie sind super intelligent zum Teil, ja. Und wenn du dich mal einfangen lässt, dann wird es wie eine Zecke an dir bleiben. Darum halte dich von denen also fern, die in Ich-Form reden, die sagen, so spricht der Herr. Das sollte ich dir noch mitteilen. Ja, und sogar, und die sagen das auch mit vielen Bibelversen, ja, lass dich nicht täuschen, ja. Die reden auch vielen Bibelversen, dass du ja siehst, ja, das ist ganz speziell und es passt auch zu deinen Zuständen und Umständen, ja. Weil der Teufel beobachtet dich. Das vergessen viele, ja. Das finde ich so ein bisschen mysteriös. Viele vergessen, dass der Teufel beobachtet uns Nachfolger Jesus. Das ist seine Aufgabe, er will uns zu Fall bringen. Ja? Er kann nicht, aber wenn wir da in die Welt fallen, wenn wir in diesen spiritistischen Bereich hineinfallen, ja, wenn wir immer sensationslustiger werden, das können wir nur, ja, das können wir nur, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, diesen falschen Weg zu gehen. Wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, da dies, was in der Bibel für uns als Verheißung und alles gegeben ist, nicht annehmen, ja, sondern einfach diesen falschen Weg gehen, diesen über- und übernatürlichen Weg gehen, ja. Und das wollen viele nicht begreifen. Und das ist eine große Katastrophe. Und so nehmen allesamt dies an, was im Netz so gesagt wird, ja. So spricht der Herr, ja. Welcher aber? Ja, in der Bibel steht ja, es gibt ja viele Herren, in Anführungs- und Schlusszeichen, ja. Viele. Das sind die Herrschaften der Finsternis. Und die haben noch große Macht, ja. Begrenzt, ja. Sie sind der Besitz der Feind. Aber wenn du die Macht auf dich ausüben lässt, dann haben sie die Macht auch über dich, ja. Du musst dir das bewusst sein. Du hast dich auch für den Herrn entschieden, ja. Der Herr hat dich gefunden, nicht du ihn. Aber wenn der Herr an dein Herz geklopft hat, dann musst du die Entscheidung treffen. Der Herr hat sich schon für dich entschieden. Und nun musst du diese Entscheidung für den Herrn treffen. Und genauso ist es mit allem anderen, ja. Sündigst du jetzt bewusst oder nicht? Gehst du diesen Weg nach rechts oder links? Das entscheidest du auch. Jeden Tag. Alles freiwillig, ja.
Und genau dies auch. Der Herr warnt in seiner Schrift, dass viele fehlgeleitet sein werden. Ja? Viele werden falsche Wege gehen und werden es nicht mal begreifen. Die Verführung ist so groß in unserer Zeit, dass die Menschen einfach alles tun, um noch mehr zu erleben. Das hat schon längst in die Gemeinden eingefunden, das alles. Ja. Was ist noch in YouTube? Die Personen, die Hebrew Roots, ja, die Sektiererei, die STA, der Abkömmling von den Adventisten, soweit ich begriffen habe, Timo Hoffmann, ja, diese Leute sind so dreist, ja, sie benutzen sogar die Charismatiker als ein Sprungbrett, um zu erklären, sie hätten ja recht, ja. Sie sind in charismatische Versammlungen sogar gegangen, musst du dir denken, in Stadions und so, in Deutschland. Nein, der war sogar in den USA für dies alles, ja. Nur um seine Sektiererei zu beweisen. So wollte er das. Er wollte dort wegen dem Sabbat, du musst dir denken, allein wegen dem Sabbat, den Sabbat denen weiterbringen, ja. Ein Blinder will einen Blinden führen, ja. Das ist einfach krass, ja. Ich finde das so eigenartig, wie der Teufel agiert, ja. Wie der Teufel agiert und reagiert. Alles nichtig. Und die machen immer das Gleiche weiter, ja. Und die gehen einfach in die Irre. Sie wollen wegen dem Sabbat, ja, der Teufel wollte mich auch gerade anhalten, dass ich das nicht sage. Ja? Sie wollen wegen dem Sabbat dort proklamieren, wollen Zettel verteilen. Ja? Sie wollen Zettel verteilen, damit der Sabbat irgendwie so von ihnen angenommen wird und sie ja nicht verloren gehen. Ja? Dass sie ja auf den Sabbat pochen, ja, wie sie das machen. Aber was ist passiert? Ja, sie haben es nicht angenommen und so sagt er, sie haben es zerrissen, diese Papiere wegen dem Sabbat. Ja, was sollen die denn tun? Die bekämpfen doch einander, die Finsternismächte, ja. Sie sind doch nicht einig, ja. Also ich glaube, dass es die STA war, ja, von Timo Hoffmann. Oder war es die andere Sekte? Es gibt einfach mehrere, ja. Einfach auf den Timo Hoffmann gut aufpassen, er ist wirklich ein Verführer. Und diese Gruppierung STA, das ist glaube ich noch eine separate, ja. Da wollen die Adventisten nicht einmal etwas zu tun haben mit denen. Die sind so dermaßen verkehrt, musst ihr denken, ja. Also solche gibt es. Und all die Abkömmlinge von all diesen Sektierern, ja, die sind separat als Einzelgänger unterwegs. Das musst du dir merken. Die sind separat als Einzelgänger unterwegs, ja. Die lehren immer noch alles umgekehrt, ja. Zum Teil halten sie an Speisegebote fest, zum Teil halten sie an verschiedenste, die halten an alles fest eigentlich, was im Alten Testament ist, ja. Sie wollen also sogar sie wollen einfach alles akzeptieren, was im Alten Testament ist und machen somit eigentlich die Heilsbotschaft, den errettenden, lebendigen Glauben eigentlich zunichte, ja, was im Neuen Testament drinsteht. Den neuen Bund. Sie vermischen das alles. Ja? Halte dich fern von diesen Leuten. Und die sind sehr offensichtlich, die agieren auch öffentlich, weil sie sind von sich überzeugt. Ja? Der Teufel agiert dort ganz stark, weil das sind mehrere Geister dahinter. Ja? Und man spürt das an denen auch, wie bösartig dass sie sind. Ja? Sie kommen wirklich lieb zu dir und so, aber man spürt es, ja? Da stimmt etwas nicht. Ja, trenne dich von diesen Leuten. Glaub nicht diesen wahnsinnigen Leuten, die da sagen, ja, ich habe Liebesbriefe von Jesus und solche Sachen oder andere haben einfach direkte Briefbotschaften an dich. Ich bin in dem allen gewesen. Nicht falsch verstehen. Das sind Verführer. Ja? Die lullen dich ein, das ist alles so gut, ich helfe dir, ich mache dies und ich mache jenes. Das sind Charismatiker, ohne es zu wissen. Ja, und tiefsten Charismatik drin. Sie denken, ja, ich war doch noch nie im Charismatischen und so. Und ich kann doch die Bibel lesen und ich kann sogar Hebräisch. Ja, das nützt ja nichts. Nach was hast du dich ausgestreckt? Ja, was hast du gewollt, Übernatürliches? Und hast es auch noch empfangen? Ja, was hast du von deinem alten Leben noch rübergenommen? Weißt du, solche, die einmal in Esoterik
Das habe ich auch mal von irgendeinem Vortrag so gehört, glaube ich. Ich weiß nicht mehr von wem, aber solche, die in Esoterik und Spiritismus und solche Sachen zu tun hatten, die sind öfter verwirrt. Die gehen immer wieder, und ich war auch so einer, im tiefsten Spiritismus und Esoterik, New Age. Du kannst zählen, bis geht nicht mehr, ja, alles. Einfach alles, alles, alles im tiefsten Kaninchenbau. Du kennst es von diesem komischen, lächerlichen Film Matrix, oder? Dort wird dem Neo angeboten, ja, und wird dir gesagt, ich führe dich ins tiefste Tiefen des Kaninchenbaus. Ja, da war ich leider, ja. Ich kann dir nur sagen, die Verblendung, die auch danach noch ist, nach der Bekehrung, die ist gigantisch, ja. Und das ist am meisten bei denen eben der Fall, die mal in der Esoterik waren, die mal Berührung mit, ja, Dämonologie und solchen Sachen hatten, Dämonen beschworen haben und so Sachen, Bewusstseinsschulen waren und so weiter und so fort, ja. Die haben große Verwirrung vor sich, weil die Menschen der Welt, sag ich mal, tarnen sich hinter dem, ja. Die Menschen der Welt, meine ich damit solche, die besessen sind, schwerstens, ja. Die tarnen sich mit diesem Kleid des Glaubens, sag ich mal. Die tarnen sich damit. Sie wissen es aber nicht. Sie wissen es nicht, ja. Ich rede nicht von solchen Personen wie Todd Bentley zum Beispiel. Er ist ein bewusster Satanist. Wo er gibt sich als ein Christ aus. Das haben sie schon lange ausgefunden, ja. Das stimmt komplett etwas nicht. Das ist ein Vollcharismatiker, ja. Obwohl er eigentlich gar keiner ist. Er ist einfach ein Satanist, der dies alles ausführt. Und das ist kein Geheimnis, ja. Und es gibt noch viele andere. Benny Hinn und solche Leute, ja. Die nennen sich Charismatiker und so. Aber das sind Satanisten, die haben nichts mit Jesus zu tun. Ja? Lass dich da nicht täuschen und irre leiten. Und solche von denen Abkömmlinge, diese Kleinkaliber, sage ich mal, die persönlich unterwegs sind auf YouTube und Facebook, Instagram, wo auch immer, ja, in den sozialen Netzwerken einfach, halt dich von denen fern. Das ist wirklich meine dringliche Warnung an dich. Und das sage ich aus persönlicher Erfahrung, nicht so aus dritter Hand oder so, ja. Nein, das weiß ich wirklich persönlich. Diese Leute haben zerrüttete Sinne, ja. Sie sind Irrsterne, ja. Sie führen in die Irre. Und sie gehen in die tiefste Finsternis. Sie führen viele mit sich. Sie erkennen, von denen halte ich auch genau für, das ist auch das gleiche Schema. Die nicht erkennen wollen, wer Jesus Christus ist, ja. Sie kapieren Johannes Evangelium Kapitel 1 niemals, auch wenn du es ihnen so in Pastellfarben vor die Augen malen könntest, sag ich mal so blöd gesagt, ja. Die wollen das nicht verstehen, die wollen das nicht hören, die wollen das nicht sehen und schmecken, ja. Halt dich von denen fern, ja. Schreibe ihnen nur, wenn es sein muss, nur kurz, um was es da jetzt geht, ja. Wer Jesus ist. Und sie werden es vielleicht nicht akzeptieren, aber du hast sie wenigstens gewarnt, ja. Sie kapieren Johannes Evangelium Kapitel 1 schon nicht. Da kannst du alle anderen Stellen genauso gut auslassen, ja. Bleib fern von diesen Leuten. Wenn du einmal so angesprochen wirst, sag ihnen einfach ganz klar, du erkennst Johannes Evangelium Kapitel 1 nicht. Du musst umkehren und Buße tun. Jesus selber ist der Sohn Gottes. Ja? Gott im Fleisch geboren, um sich für dich hinzugeben. Der dreieine Gott. Ich und der Vater sind eins, hat der Herr gesagt, und die kapieren das nicht. Ja? Es gibt so viele Stellen. Der Herr vergibt Sünden und alles, und die Pharisäer haben das sehr wohl kapiert zu dieser Zeit, ja, wer Jesus ist, ja. So viel dazu, ja, das ist eine heftige Strategie vom Feind, ja? Mir hat mal jemand so gesagt gehabt, das finde ich so speziell, hat mir so gesagt gehabt, wo es so genau um dieses Thema ging, wer Jesus ist, nein und so, das ist nicht so gemeint und so, dass Jesus ist Gott selbst, habe ich gesagt, nein, was auf ersten Blick so aussieht, das täuscht und so. Siehst du? Und diese Personen, von denen ich rede, sind voll Charismatiker und merken das nicht. Ja? Von denen halte dich fern. Ganz klar. Bleib an der gesunden Lehre. Ja? An der gesunden Lehre meine ich damit, zuallererst der Heilige Geist belehrt dich. Wenn du irgendetwas spezielle Fragen oder so hast, meine Empfehlung ist Arnold Fruchtenbaum, Roger Liebi, Robert Eberthäuser, Karl Hermann Kaufmann. Das sind die, die ich dir empfehlen kann. Hans-Peter Reue kann ich dir empfehlen.
Und das muss ich dir jetzt schon sagen, ich bin nicht derjenige, der von denen viele Vorträge hört oder so irgendetwas, ja, wie einige vielleicht so meinen mögen jetzt. Ich habe nämlich dafür keine Zeit, ja. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe zu tun und, naja, ist eben so. Ich habe zu tun. Und für das Reich Gottes natürlich, nicht privat. Ich habe zu tun. Und so ist es. Aber die habe ich jetzt empfohlen, ob das zum einen passt oder nicht, da kann ich nicht sagen. Aber halte dich von den charismatischen Lehrern fern, auch von Derek Prince, ja, das sage ich dir offen. Fernhalten von diesem Kerl, ja. Wenn er nicht umgekehrt ist, von all seiner Lehre, die so dermaßen verkehrt ist, keine Ahnung, ich hoffe, er ist beim Herrn, keine Ahnung, das weiß der Herr allein. Aber halte dich fern von seiner Lehre. Ich war tief in seiner Lehre drin und habe dies alles auch übernommen. Musste ich sogar kaum übernehmen, weil ich habe dies alles selber gemacht, ja. Einfach fernbleiben. Halt dich aber zu den Niedrigen. Zu denen, die so viel Probleme haben, ja, so gebeugt sind, ob es wegen eigenen Fehlern sind oder ob sie angegriffen werden. Oder wegen Sachen, die sie noch nicht umgekehrt sind. Halte dich zu diesen Menschen. Hilf denen in allen Belangen, ja. Nehme dich den Schwachen an. Das will der Herr von uns. Den Schwachen musst du dich annehmen. Wenn du das Gefühl hast, du bist besser, tipptopp, hilf. Ja, dann hilf. Nicht stehen bleiben, helfen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen so gesinnt sein, wie der Herr ist, ja. Genau gleich. Immer mehr hineinwachsen in dies. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir dies immer mehr hineinwachsen, dass wir Jesus ähnlicher werden, ja. Vollkommen werden wir erst oben. Das ist es. Halte von all diesen Leuten fern, die ich jetzt aufgezählt habe. Hände weg von allem, was auch nur irgendwie der Esoterik oder so angehört, was du in deinem alten Leben vielleicht auch gemacht hast. Auch dem buddhistischen und so, dem Thomas-Evangelium, ja. Das ist ja tiefst gnostisch, ja. Ich kenne solche, die in diese, nicht persönlich, aber die solches tun, mit Thomas-Evangelium und solchen Sachen, ja nicht lesen. Buch Henoch, ja nicht lesen, ja nicht. Nimm das nicht, nimm das ja nicht an. Auch den Talmud nicht, ja nicht, ja. Und auch den Koran und solche satanischen Bücher, nicht lesen, nicht lesen, ja. Ich habe daraus natürlich gelesen gehabt, um den Moslems zu zeigen, was für ein satanisches Buch das sie haben. Das muss ich tun. Aber ich kann jedem empfehlen, nicht einmal zu Hause haben solche Bücher. Ja, nicht. Ja. Das ist nicht der Wille des Herrn. Der Herr hat auch nicht von anderen Religionen verkünden müssen, um zu zeigen, wer er ist. Ja. Wir müssen nur den Herrn verkünden, was er an uns getan hat, genauso. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Das ist mein Wunsch für dein Herz, dass du dich von all diesem fernhältst. Vom Thomas-Evangelium, Henoch-Büchern, allen Apokryphen, ja. Diese Leute, die kapieren das nicht, von wo diese Bücher sind, ja. Ich habe das Buch Henoch mal so gelesen gehabt und ich weiß, von wo das kommt. Ja, das wird ganz klar aufgezeigt in den letzten Kapiteln. Das ist vom Teufel, ja. Das ist ganz klar vom Teufel. Auch das Thomas-Evangelium, das ist nicht vom Herrn, ja. Diese Menschen, die den Thomas-Evangelium so verehren, die gnostisch sind, die meditieren mit Klang und solchen Sachen, die meditieren, die haben begriffen, was dieses Buch ist, ja, das ist für sie gedacht, für eine Sekte, nicht für den Herrn, das ist nicht vom Herrn gekommen und somit werden sie in die Irre geführt, ja, das Übernatürliche suchen sie und das haben sie dort gefunden, das kommt aber nicht von Gott, der Herr hat uns die Bibel gegeben, damit wir sein Wort kennen und lesen und darin Frieden finden und die Verheißungen bekommen, uns vorbereiten auf die Wiederkunft des Herrn, ja, uns bereit machen, auch auf den Dienst, auf alles, das ist unser Pfad, ja, der rote Faden führt dahin durch und zeigt uns, wie alles angefangen hat und wie es enden wird, ja, wie der Retter in die Welt gekommen ist und uns errettet hat, und was wir zu tun haben, alles steht geschrieben, ja, was wir noch tun müssen, und was wir noch lassen sollten, steht alles geschrieben. Alles. Alles. Wie herrlich. Und die Menschen suchen trotzdem das Übernatürliche. Und das erhalten sie genauso. In Personen, die mit zerrütteten Sinnen
mit einem falschen Geist, dämonischen, satanischen, spiritistischen Geist, alles das Gleiche, die Menschen irreführen, in den Abgrund hinabziehen, sie verblenden, verstocken, in Depressionen fallen lassen und wieder andere solche, die eben Gnostizismus praktizieren, im Spiritismus noch wandeln, ja, und Esoterik noch drinstecken, ohne zu wissen, dass dies einfach ihr Todesurteil ist, und zwar für die Ewigkeit. Das ist das Problem eben, wenn der Mensch sich nach noch mehr sehnt, ja, obwohl alles in Jesus ist. Alles ist in ihm, ja, eins. Wir alle, die zu ihm kommen, sind in ihm eins. Wir haben das höchste Ziel somit erreicht. Ja. Jesus ist das Leben. Ja. Wir haben das Leben. Er ist der Weg. Wir gehen diesen Weg. Er ist die Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit. Und die Menschen suchen trotzdem die Lüge. Ja. Weil sie eben sich daran gewöhnt haben, ja, sich nach Größerem auszustrecken wie der alte Adam. Sich selber zu Gott machen. Ja. Sich eigene Wege suchen. Und ganz halsstarrig und stur, ja, und diesen Weg gehen. Ich mache das so, das geht auch, ja. Das ist eine Katastrophe. Auch auf diejenigen muss ich jetzt hinweisen, die immer noch sagen, dass Zungenrede gut wäre. Das gibt ja einige so. Die sagen, die geben das sogar in Übersetzer ein. Zungenrede ist gut und so. Wird auch als gute Botschaft übersetzt und so. Ich kann nur noch sagen, der Teufel ist nicht dumm, ja. Er macht Fehler, die sind fatal. So oder so, weil wir erkennen seine Fehler, ja, die sind offensichtlich. Aber er ist auch sehr listig und manchmal gelingt ihm leider einiges, ja, wenn er uns versucht. Er ist wirklich so fies. Aber Zungenrede und so, der redet, dieser Dämon redet durch diese Personen nicht in Zunge, in schlechten Worten, ja, in Flüchen, die er eigentlich ausspricht gegenüber Gott und allem. Das spricht er dann nicht aus, wenn du da den Übersetzer anmachst. Für wie blöd haltest du den Dämon, der in dir dann ist oder um dich herum ist? Wie blöd hältst du ihn? Immerhin hat er den Weg zu dir gefunden und verblendet dich vielleicht seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten. Für wie blöd hältst du ihn? Er lässt dich doch nicht los. Soll er sich dann selber enttarnen, indem er flucht, währenddem du Übersetzer anmachst und auf einmal ist etwas auf Koreanisch, sag ich mal, wie es bei einem so gewesen ist. Denkst du, dann redet er auf Koreanisch, diese Sprache, per Zufall etwas Schlechtes? Dann würdest du doch, wenn da Fluchwörter stehen über Jesus, dass der Herr verflucht wird durch diesen Dämon. Was meinst du, wie lange wirst du dann noch Zungenrede praktizieren? Ja? Wie lange wirst du das noch machen? So viel dazu. Ja, das musste sein. Das wollte ich gestern schon machen, das musste sein. Ja, weil YouTube ist kein, manche bedienen sich daran wie so in einem Einkaufszentrum, ja. Ja, das ist noch interessant, ja, das mache ich noch, das könnte mir noch gefallen, das passt noch zu mir. Na, ganz sicher nicht, ja. Halte dich sogar fern von all dem, was der Bibel widerspricht, egal was es auch ist. Am besten, du wandelst sogar wenig in YouTube, ja. Ich muss öfter in YouTube wandeln. Weil hier ist auch ein Teil von meinem Dienst. Ja, das muss ich. Also soll keiner sagen, was machst du noch so lange in YouTube? Wie gesagt, ich selber habe keine Zeit zum Vorträge oder irgendetwas hören. Ich wüsste nicht einmal, wann ich die Zeit dafür hätte. Ganz ehrlich. Ja, so viel dazu. Gottes Reich und Segen. Ich wünsche den Segen des Herrn und dass der Herr dich behütet und beschützt und dich befreit von aller Finsternisgewalt. Ja? Dass du diesen schmalen Weg auch wirklich gehst und nicht in die Irre geleitet wirst. Dass die Zungenrede von dir weggenommen wird. Deine Albträume, deine Depressionen, deine Visionen, dein unordentliches Verhalten als Frau gegenüber dem Mann in der Gemeinde und außerhalb soll der Herr von dir alles wegnehmen. Ja? Der Herr soll dir ein Herz geben, das fleischern ist, ja? Das seine Stimme hört, seine Gebote der Liebe tut. Ja? Dass du ein Täter des Wortes bist und nicht ein Pharisäer, ja. Dass du Weisheit und Erkenntnis von oben erhältst, ja. Dass du frei wirst von allen Ketten der Flüche, die auf dir sind. Dass du erkennst, dass Jesus Christus Gott selber ist, der ins Fleisch geboren wurde, um für dich am Kreuz alles zu ertragen, dass du frei wirst und den Frieden des Herrn erhältst, der gesagt hat, Frieden hinterlasse ich euch.
nicht wie die Welt gebe ich euch. Ja. Das ist mein Wunsch für dich, dass du wirklich ein Kind Gottes wirst und frei bist von den Menschen, die dich abhängig von ihnen machen und in die Irre führen, ja, in den tiefsten Abgrund. Dass du von all den Menschen frei wirst, die in die Irre führen, die es als ihre Mission angenommen haben und vom Feind geleitet werden, dass sie allesamt, die dem Herrn nachfolgen, einfangen wollen. Dass du von denen fern bleibst, dass du von denen befreit wirst. Dass du die Abhängigkeit vom Herrn hast und seinem lebendigen Wort, nicht mehr von den Menschen der Welt, ja, die ihr Teil bereits hier haben. Amen.